werden in dieser Tarifrunde ein Stück Tarifgeschichte schreiben. 24 Stunden Warntag heißt, den Betrieb 24 Stunden lahmzulegen, die Produktion lahmzulegen. Das ist für uns ein neues Mittel, was übrigens sehr gut funktioniert. Und es hat sich gegenüber dem letzten Warnstreik und diesem 24-Stunden-Warnstreik die Stimmung deutlich verändert. Die Erfahrung, die wir jetzt nach 8 Stunden Warnstreik machen können, ist sehr gut. Es wird sehr gut angenommen. Die Beteiligung ist deutlich höher gegenüber einem üblichen Warnstreik. Das heißt also, auch die Angestellten haben sich solidarisch gezeigt und haben, wenn sie nicht IG Metall-Mitglied waren, Urlaub oder Freistunden genommen. Im Endeffekt fordern wir Gerechtigkeit für uns alle. Für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Angehörige zu pflegen haben oder kleine Kinder haben, die sie zu betreuen haben. Oder für Schichtarbeiter, die vielleicht 35 Jahre lang in 3 Schichten gearbeitet haben und jetzt Platz sind. Weil wir hier Mitarbeiter haben, die in Warm- und Schmelzbetrieben arbeiten, einer hohen körperlichen Belastung ausgesetzt sind, nicht bis 67 dieses 3-Schicht-System durchhalten können. Wir haben sehr hohe Ausfälle in diesen Altersgruppen. Und ich sag mal so, zusätzliche Freizeit, gerade für die belasteten Kollegen, die wäre dann schon eine tolle Sache. Ne? Ja, ich hoffe, der Arbeitgeberverband hat sich jetzt mal ein bisschen angeguckt, was hier so los ist und dass die Leute auch wirklich dafür einstehen und hat sich dadurch ein bisschen gerade rücken lassen. Wir hoffen, dass jetzt die Wecker auch bei den Arbeitgebern geklingelt haben und dass jetzt mal endlich ein vernünftiges Angebot auf den Tisch kommt. Wir erhoffen uns auch ein Ergebnis, weil der nächste Schritt wäre Urabstimmung oder sonstige Eskalationsstufen. Die können wir zünden, aber die müssen wir nicht zünden. Wenn ich mir die Situation in Deutschland angucke, also hier am Standort Deutschland, also läuft ja alles auf Hochtouren. Von daher, also wenn ich jetzt nicht nach mehr Geld fragen kann, wann dann? Es wird erwartet, dass bei allen 3 Forderungen deutlich nachgelegt wird im Sinne der Arbeitnehmer. Wir sind eine Gemeinschaft aus vielen und deswegen sind wir auch stark. Und deswegen sollte sowas auch immer im Tarifvertrag geregelt sein. Ich habe Kollegen, die haben ihre Verträge selber ausgehandelt in anderen Firmen. Und ich sage ganz ehrlich, da steht jeder schlechter da als jemand mit einem Tarifvertrag. Weil, ja, durch die Menge macht es halt. Ne? Wir sind eine Gemeinschaft und ja, das finde ich gut.